Ja, Rafael Tschichos abgekämpft, das war wieder eine ganz große Nummer hier. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, es war, glaube ich, kein gutes Auswärtsspiel von uns. Spielerisch war es okay, aber in der Defensive hat doch dann oft der letzte Punch gefehlt im gesamten Bereich. Aber moralisch, glaube ich, kann man zweite Halbzeit wieder nur den Hut ziehen vor der Mannschaft, dass wir nach dem 2-0 nochmal wiedergekommen sind, weil, glaube ich, keiner mit gerechnet hat. Ist eine Wahnsinnsleistung wieder gewesen und wir nehmen den Punkt sehr, sehr gerne mit. Die Fans sind immer noch im Stadion, eine halbe Stunde nach Spiel feiern den Spitzenreiter. Ja, ich habe eben schon öfters gesagt, die Fans dürfen das, sie haben sich das verdient, auch wie viele heute schon wieder da waren, das ist, glaube ich, nicht normal und die sollen feiern, die sollen sich betrinken und Gas geben. Was nimmt man mit aus dieser Partie in die beiden weiteren Spitzenspiele gegen Ingolstadt und Düsseldorf? Ja, wir haben gemerkt auf jeden Fall, dass es da oben richtig knifflig zugeht. Es sind nur Nuancen, die da fehlen von Mannschaft zu Mannschaft und wir müssen einfach in der Defensive noch ein bisschen aggressiver, giftiger sein und den Mannschaften den Schneid abkaufen und dann wird es auch in der Offensive für uns leichter. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.